Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Angel 14 hier auf unserem Kanal. Ich bin FC Sepfreak und begrüße euch zum 12. Part. Und ich habe den Part schon zweimal versucht aufzunehmen. Das erste Mal hat es den Ton nicht aufgenommen. Das Aufnahmegerät hat am Schluss rumgespinnt. Also so, dass ich switchen musste oder was auch immer halt. Und dann war der Ton plötzlich weg. Ja, ist ganz geil, ne? Und beim zweiten habe ich nur 2 Minuten aufgenommen und mein Aufnahmegerät ist so wieder hinten drein gewesen wie noch nie. Das ist doch so schön und ich will nicht auf VGA wechseln. Und ich will jetzt schauen, ob mein Aufnahmegerät... Ja, mein Aufnahmegerät läuft gut diesmal. Ja, wir spielen heute gegen Rapperswil Jona Lakers. Und ich hoffe, ich kann meine Bilanz, die ich das letzte Mal eigentlich schon gewonnen habe... Also, ich habe das letzte Mal schon gewonnen. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch schaffe, nochmals zu gewinnen. Ja. Ich hoffe das. Oh, und heute war ich mal nicht arbeiten. Heute hatte ich ELAT, heißt das bei uns. Oder überbetrieblicher Kurs, wenn euch das was sagt. Denn ich als Elektriker oder Elektroinstallateur muss ja eine gewisse Grundbildung haben. Die lerne ich dort. Dumm. Und das ist so, dass man in der Firma immer etwas anderes macht. Darum, ja, aber nicht mehr lange rumgeredet. Hier in Rapperswil Anpfiff. Rapperswil Jona Lakers versus ZSC Lions. Ich gewinne dieses Bulli hier. Ich versuche jetzt wirklich... Nicht so. So kassiere ich nur das Tor schon jetzt dann gleich. Ich sehe es schon kommen. Ja, ganz geil, genau. Ich muss mich zuerst wieder ein bisschen reinfinden. Oh, nein! Und Perci griff einfach ins Leere. Oh, nein! Willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Oh, ich will es gar nicht wissen. Hey, ja, scheiße, Mann. 2 Minuten 54 gespielt, steht 1:0. Für Rapperswil. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Wie stark sind die eigentlich diese Saison in der Tabelle? Richten sind sie eigentlich die letzten. Also Platz 12. Ah. Und hier? Einfach nicht, ne? Ja, das war auch sehr klug von mir wieder. Ah, ich habe den Pack wieder. Nein, jetzt. Doch, ich habe ihn wieder. Ja, genau. Nein. Schön, schön wegschütten. Schön zu Stoffel. Zurück. Ja, zu niemandem. Bastel, hol dir die Scheibe. Komm schon, hol sie dir. Ach, scheiße. Wie hätte klappen können. Komm jetzt. Rein hier. Schön. Berci. Was macht Berci so weit hinten? Okay, aber mir egal eigentlich. Ah, der Pass kam nicht an bei Shannon. Sollte eigentlich zu Shannon gehen. Ich will immer die Checks fertig machen, wenn es geht. Eigentlich. Ah. Wacke, wacke. Ja, schön. Schön zu kennen sie. Zu kennen, so der Schuss kommt. Aber abgewehrt vom Torwart. So, nun McCarthy. Mit dem Pass zu. Ah, niemandem. Okay, so, jetzt ist Offside-Warnung. So, Baltisberger. Ah, der Pascal. Ja, hau mal ins Leere. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, schön reingelegt. Cannons. Nice, wie du deinen Schuss noch ein bisschen abgefälscht hast. Sonst hätte es jetzt schon 2:0 stehen können. Baltisberger. Dribbelkönig oder was? Hier. Ja, geil, Draxler. Erstmal vorbeifahren. Ja, Schnieder, sehr schön mit dem Check hier. Gegen der Rapperswil-Spieler. So, Vic.
zu Draxler. Draxler vor dem Tor. Vic, vor dem Tor. Nein, das war der Schoner des Torwarts Ebischer. Ja, ich weiß, wie der Torwart heißt, aber auch nur der Torwart. Und ein paar Spieler, ich weiß, dass der, die Nukacinta heißt Earl. Robbie Earl. Aber ich spiele eigentlich gar nicht mehr bei Rapperswil. Ja, geiler Pass, muss schon sagen. Ja! Oh, Schnieder, du bist so dumm! Aber zum Glück gleich zurück auf Robert. Oh! Und der Ex! Rapperswiler schießt fast das Tor hier. Okay, Ex, also auch nicht mehr eigentlich. Auch schon zweite Saison jetzt bei ZSC. Du kannst auch nicht gerade Ex, aber. Irgendwie war mal ehemaliger Spieler, sagen wir es so. Will hier nicht das 2:0 kassieren, eigentlich, wenn es geht. Schöne Kombination hier von Bastl und Perci, genau. Was? Schon die letzte Minute angebrochen in der im ersten Drittel. Ich glaube, das wird keinen Angriff mehr geben hier. Nee, sieht nicht so aus. Ne, nein. Oh nein, kein Tor mehr einfach, bitte. Ja, das war das erste Drittel hier in Rapperswil. Leider mit 1:0 Rückstand. Was ich ein bisschen scheiße finde, aber ja, man muss so leben. Und ja, gut, recht zügiges Drittel mit 6 Minuten 30 nur dafür gebraucht etwa. Also seit Videoanfang. Und der Aufnahmegerät spackt zum Glück nicht rum. Oh, mein Gott. Spiel fortsetzen. Ist eigentlich immer so, dass die Aufnahme ein bisschen später kommt, aber diese Aufnahme, dieses Aufnahmeprogramm ist so klug und versetzt meine Stimme auch zum Glück ein bisschen nach hinten, dass ich es nicht mit einem einzelnen, also nicht mit einem separaten Aufnahmeprogramm wie Audio City muss aufnehmen muss und dann alles immer Render, also Premiere Pro jetzt bei mir, alles synchronisieren muss sozusagen. Also synchronisieren, einfach dass die Stimme passt, was ich gerade mache. Also wenn ich sage, ich checke und dann checke, so zum Beispiel. Ja, so meine ich das. Bei Facecam wird es so sein, dass ich es synchronisieren muss mit der Facecam. Dann werde ich wahrscheinlich einfach vor Aufnahmestart klatschen und mit dem Klatscher und dann die Facecam so anpassen. Ich glaube, das machen viele so. Ja, geil. Pass bei Jen kam einfach nicht an. Ein bisschen stöhnen geht schon. Boah. So, wer hier am Pack? Bastl hier am Pack. Mit dem Pass zu Shannon. Und Shannon, weiß nicht wohin im Moment. Zu Draxler am besten. Und Draxler schießt einfach mal drauf, aber der Schuss ging ins Leere. Ja, genau. Der Schuss ging auch daneben. Draxler fast. Noch gehabt. Boah. Blindbacher geht hier ran. Draxler. Mit dem Pass zu Vic. Vic mit dem Pass zu Lechton. Lechton mit dem Pass zu Vic und Vic mit dem Schuss. Und Ebischer sehr gut gehalten. Ja, geil. Draxler fährt hier noch voll in den Torwart rein. Konnte ich gar nicht mehr steuern, aber okay. Jetzt das Bulli hier. Werde ich ein Tor machen? Ein Bulli-Tor? Ey, geil. Ah, sieht nicht so aus, ne? Maurer. Schnieder zu Cannons. Cannons. Der junge Letter mit dem Schuss. Und will sich gleich die Scheibe nochmal holen. Aber es geht einfach nicht. Ah, abseits. Abseits. Boom! Trotzdem nochmal ihn reinchecken. Nun Bulli in der neutralen Zone. Aber in der Hälfte von Jona. Bulli gewonnen. Lechton. Lechton, wo soll er der Pack hinbringen? Zu McCarthy. McCarthy. Ja, geil! Zu niemanden. McCarthy, du bist so klug. Ich kann den Pass nicht mehr abfangen, leider. Ja, genau. Genau diese Fehler führen zum Gegentor. Scheiße, Mann. Ich bin nicht so geschickt mit dem Controller. In der Verteidigung, leider. Scheiße, Mann. Schon ist das 2:0 für Rapperswil hier. Ja,
Mann, wo schießt du hin? Ja, kein Eis hin. Nice. Nein! Ach, dann hol ihn dir doch, Mann! Och, Mann. Shannon, komm, hol ihn. Ja. Ja. Geil, Blindenbacher. Genau! Wahrscheinlich kassiere ich jetzt das 3:0. Boah, zum Glück hat der den hier verpasst. Und jetzt Bastel. Zu Berchi. Berchi zu Bastel. Bastel mit dem Schuss. Shannon! Tor! 2:1! Ja! Anschlusstreffer! Ryan Shannon! Der Topscorer. Ich hab's jetzt gar nicht richtig gecheckt, weil sich auch niemand gefreut hat mit dem Abprall und dann. Oh! Unter den Juna durch. Also ein Tunneltor oder wie auch immer das man nennt. Ich weiß es gar nicht, denke ich. Ein Gewühle hier vor dem Jona-Tor. Sehr schön. Holen die jetzt aber Draxler? Nein, nicht so. Genau solche Fehler will ich nicht mehr sehen eigentlich, wenn es geht in meiner Verteidigung. Aber da muss ich auch ein bisschen dran arbeiten. Ja, genau. Jetzt kriege ich eine Strafe, ist klar, ne? Jetzt kriege ich eine Strafe. Für was, bitteschön? Aber okay. Hauptsache, Bulli gewonnen. Weg damit. Ja, das ist jetzt abseits. Ha, Idiot. Was, ich habe eine 5-Minuten-Strafe? Was? Och, scheiße, Mann. Nein. Och, Mann, bist du behindert oder was, ey? Bastel. Zuschauen, der Topscorer. Hat heute schon einmal getroffen. Geil gemacht, ja, genau. Wenn ich mich in der Zone... Oh, oh, in der Zone festfahren, ist immer klug, da sie auch unter Druck kommen dann. Nein. Kein Torkassin, kein Torkassin. Ja, genau, nicht so. Mein Gott, Kolnick, der auch mal bei Zürich gespielt hat. Ich will einfach jetzt hier mal ein bisschen gut verteidigen können. Flöder hat eine Parade gemacht. Ey, ey, verpiss dich vor unserem Torwart, ey. So, aus der Zone raus hier. Und gleich stören gehen hier. Schon früh stören eigentlich. Was eigentlich vielleicht nicht gerade das Beste ist in einem Powerplay, aber... Also, in einem Boxplay meine ich. Ah, Eising. Ja. Das heißt, Bulli vor dem Jonator. Ah, Bulli nicht gewonnen. Aber Shannon Hattenberg mit dem... Oh, mit dem Auge zu Bastel, aber der Pass kam nicht an, wurde von Abyshek geblockt, leider. So, nun, das Bulli. Ah, hab ich verloren. Aber ich hol mir die Scheibe, ich weiß es jetzt schon. Ah, nicht nach hinten, ich habe nach rechts gedrückt, Mann. Oh, scheiß Spiel. Oh, nice, ich habe den Pack zu Bastel. Ah, Bastel hat ihn immer noch. Ja, jetzt nicht mehr, aber... Aber ja... Ach man, komm schon. Nein, kein Tokasin. Schön. Flöhler. Was denn? Wow. Ein Controller vibriert. Vibriert. Mein Gott. Und ein Draxler. Gewinn das Bulli. Ja, schön. Weg mit der Scheibe. Was? Willst du mich verarschen oder was? Nein, nein. Boah. Weg damit, ey. Weg damit einfach. Denn jetzt ist, müssen sie neu aufbauen, wenn schon. Sehr schön. Sehr schön. Haha. Ja, genau. Spielen am besten noch zu mir. Würde ich noch besser finden. Ah, nein, nein, nein. Halte ihn einfach. Ey, verpiss dich vom Tor, du Witz. Geh weg. So, Bulli gewinnen und gleich mit dem Pack weg hier. Ja, genau. So wollte ich das nochmal. Steht 2:1. Nach Drittel Nummer 2. Blub. Ja, ja. Ui, ui. Ja, 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 ja. Leck mich doch am Arsch. Warum steht hier eigentlich Davos Kloster auf? Scheiß Davoser Werbung. Ohne Spaß, ey.
glaube, Kolnik hat sogar noch auf dem Foto das ZSC-Trikot an. Oh weh. Oh weh, oh mein Gott. Maurer. Zu Bastl. Bastl mit dem Distanzschuss. Mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden hier. Ich will diese Strafe hier überstehen. Sehr schön. Lange in der Zone behalten können, zum Glück. Nein. Nein, kein Fehler wieder. Nein. Uiui. Boah. Leck mich am Arsch. Nein! Oh, Mann. Ich hab nach vorne gedrückt, ey. Nein! Oh. Nein. Ja, sorry Leute für den kurzen Unterbruch. Aber nein, jetzt habe ich das Bulli verpasst. Oh, was? Und die Strafe läuft immer noch. Nein, ey. 3 zu 1. Jetzt aber. Mit Staffel. Der Zutraxler. Oh, direkt abgezogen hier. Nein. Ja, genau, das gibt keine Strafe oder was? Hab ich eigentlich jetzt Badging wie in der. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ach Leute. Ach nee. Oh Mann. Ach Mann. Wenn ich so daran denke, die erste Aufnahme hätte ich 2 zu 1 gewonnen. Das ist fies. Ach Mann. Jetzt bin ich aggressiv. Ja, Mann! Da habt ihr die Antwort! 4 zu 2. Noch 2 Tore und es steht unentschieden. Das wäre geil. Zumindest mal zuerst mit unentschieden, dann gewinnen. Wäre ich auch einverstanden damit. Es ist nicht alles möglich hier. Nein! Boah. So, Vic. Mit dem Auge auf Sieger. Ja, genau. Dort wollte ich hinspielen. Oh nein, da konnte Vic einfach den Abpraller nicht verwerten. Scheiße, Mann. Ja, mit diesem Schuss kannst du Flieger nicht so leicht aus der Fassung bringen, glaube ich. Bulli. Ey, ey, was? Verpiss dich da. Hier vor dem Tor. Verpiss dich einfach. So, Bulli. Ah, verloren. Scheiße, kein Tor gesehen. So, zu Maurer. Maurer, zu Berchi. Berchi, zu Shannon. 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 Ah, was mache ich eigentlich mit Shannon, Idiot? Sollte nicht so viel trippeln, wenn es geht. Nein. Boah, gut. Ja, geil, ne? Ja, genau. Ja, genau. Nein, 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 das gibt Icing. Ich habe noch die Hälfte des Drittels für den Ausgleichtreffer. Ich will dieses Spiel drehen hier, wenn es geht. Es ist möglich, ich weiß es. Ich habe es schon genug auf dem Fernsehen gesehen. Es ist das hier auch möglich für mich. Nein! Och man! Maurer! Was soll das? Aber was? Kein Icing? What? Ach scheiße, Mann. Ich hab nicht aufge. Ey, nein. Hab ich einfach nicht aufgepasst, klug. Nein, nein, das. Boah! Danke. Danke, Pfosten. Danke. Hatte ich nochmal Glück gehabt, ey.
hatte ich wirklich nochmal Glück gehabt. Es wäre sonst das 5:1 5:2 gewesen. Ich weiß es jetzt schon, ne? So, nun aber, ne? Hey, Van! Was geht bei Maurer gerade mit den Pässen hier? Ja, Bulli, genau, ich habe noch 4 Minuten. Kein Ding, komm. Jetzt machst du das Bulli-Tor. Deines Jahrhunderts. Ja, geil. Steht einer für den Nachschuss dort? Nein, natürlich nicht. Komm hier, Moni. Mann! Hol dir den verfickten Pac-Man. Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich würde diese Folge auch nochmal am liebsten aufnehmen, aber nur weil ich jetzt verloren habe. Oder verlieren werde wahrscheinlich. Bulli! In der neutralen Zone. Nach 2 Minuten ist noch alles drin. Ist noch alles drin hier. Ah, genau, ich habe 3:1 gewonnen. Muss ich erwähnen, weil sie haben den Torhüter rausgenommen. Stimmt. Ah, oh, komm schon. Komm schon! Hol ihn dir! Nein, hol ihn dir, nein. Wo ist der Pack? So, das ist weg. Scheiße, Mann. Hol ihn dir, Mann. Nein. Hol ihn dir, Blindbacher. Schön, weg. Es ist noch Zeit für einen Angriff. Ich weiß es. Ach, Mann, so nicht. Ich weiß es jetzt schon. Bam! Bam. Geil, Bastel. Schön. Boah! Oh, scheiße, Mann. Aus der Drehung. Ja, okay. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Die letzten 10 Sekunden verstreichen. Nee, ich verliere schon wieder hier gegen Rapperswil. Das kann nicht wahr sein. Ja. Na. Was mich am meisten hilft, ist eigentlich, wenn ich so daran denke, dass ich mit 3:1 gewonnen habe und nachher die scheiß Datei im Arsch war. 3:1 gewinnen ist geil, vor allem dann auf Tabellenplatz 2 zu kommen, ne? Das ist das Geilste. Ach man. Das nervt mich jetzt gerade. Aber man kann nichts dran ändern, ich weiß. Ach man, ne. Warum nicht? Na egal. Man kann nichts dran ändern. Ja, ich habe auf meinen Tisch geschlagen. Hat euch alles sicher voll interessiert. Ach man. So, dann simulieren wir gleich mal. Bis boah, gegen HCD wieder. Willst du mich verarschen oder was? Ey? Wir haben nicht so eine viel schlechtere Bilanz eigentlich. Aber ja. Ja. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, ja. Auf einem Grid ist im hinten. 3 Tabellen. Also, ja. Platz 5. Abribiotta auf Platz 1. Ich habe eine Niederlage. Willst du mich waschen? Sie haben eine Niederlage kassiert. Oh mein Gott. Respekt. Welcher immer der Sieger ist. Also Amphibiot auf 1, auf 2 Rapperswil. Dann Gemsevet auf Platz 3, gefolgt von Biel auf Platz 4. Dann wir Zürich auf der 5. Auf der 6 ist Davos. 7 Fribourg. Klotenflyers 8. Noch knapp über dem Strich, ja. Dann unter dem Strich beginnt es mit Lugano auf Platz 9. Dann gefolgt von Lausanne auf Platz 10. Auf Platz Nummer 11 Zug und auf Platz 12 Bern. Mit 3 Siegen nur. Oh, das ist bitter. Oh. Und dann nur 2 in der regulären Spielzeit. Das ist bitter. Ja, so bitter wie die Pille des Verlierens zu schlucken. Aber da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das ist natürlich schade. Das nächste Mal heißt es wieder gegen HC Davos. Ui, das wird wieder spannend. Das Mal ist das Spiel, glaube ich, einfach zu Hause. Mir ist das eigentlich auch scheißegal. Das ist die zweite Begegnung. Und ja, ich hoffe, ich gewinne. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Angel 14.
Ich bin euer Freak. Ich bin raus. Bis dann, Leute. Haut rein.